das habe ich ja ewig nicht gemacht. Schön hier an der 8 Huber auf Sterlet angeln. Es wird mal wieder Zeit. Also ab geht es. Wir haben auch so langsam schon die Abendstunden und ich hoffe natürlich, dass da noch ein wenig was reinrasselt. Ich hatte in der letzten Nacht hier so halb AFK gestanden, ohne jegliche Futtermische und ohne alles. Und es ist auch schon ein wenig was reingerasselt. Also, ein paar kleine Sterlets, ein paar Ostbrassen waren auch mit dabei, eine kleine Quappe. Also im Großen und Ganzen gar nicht schlecht. Jetzt gerade eben schon erste kleine Sterlet, ein Kilo, ist auch schon reingegangen. Ja, und ich muss sagen, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, da könnte doch eigentlich mal eine Trophy reinballern, oder? Wird mal wieder Zeit für eine schöne Sterlet-Trophy und oh, 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 da löst sich was. Na? Jetzt ist er dran. Zack. Das war ja krass. Schön. Ich habe ein Blei verwendet, was schön flach auf dem Grund liegt. Und da war dann natürlich jetzt der Biss ganz gut zu sehen. Halt, ein bisschen weiter. Und ein bisschen weiter raus jetzt hier. Zack. Futtermische bzw. PVA natürlich auch dran. Bisschen dran rumzuppeln. So. Und absinken lassen. Also. Und da geht es los. Perfekt. Ich bin echt gespannt. Ich habe hier ein relativ großes Vorfach hier mit 17 Kilo, beziehungsweise dann auch vom Haken her relativ groß. Also einen 1,0er Haken dran und da ballert er rein, der kleine Lümmel. Schön, 2,3 Kilo, schmeckt. Dann hier wieder anpassen, zack, raus damit. Jetzt muss ich gleich mal gucken, dass ich nicht zu viel Futter reinballer. Aber ich glaube, so von der Menge her, 5, 6, 7 Würfe. 5, 6 Würfe müsste ich eigentlich noch machen können. Da passt das schon ganz gut. Gehen wir natürlich im Detail nochmal drauf ein. Ansonsten, der Spot steht auch schon drin im Discord. Der Baitcast hatte den freundlicherweise reingeschrieben. Ich hatte das auch schon gehört von General Hui vor ein paar Tagen in seinem Livestream. Und da hatte ich dann gesucht, ich Narr, und hatte mir einen Zahlendreher aufgeschrieben. Ich war irgendwie bei 58 und 58 ist irgendwo hier schön mittig auf dem Acker. Und da habe ich mir gedacht, Alter, wie willst du denn von da aus Sterlets fangen, Alten? Hier ist ja weit und breit gar nichts. Ja, aber auf 85, da lübte dann und dann steht man hier auch praktischerweise direkt am Wasser. Also, heute endlich mal testen den Spot und gucken, ob da was geht. Und ja, wie man sieht, es fängt auch schon gut an. Aber es muss halt jetzt in der Nacht mit Futtermische natürlich noch viel mehr reinballern. Gehen wir mal eben aufs Setup ein. Wir haben hier die Fiederrouten habe ich jetzt hier genommen. Ich hatte in der letzten Nacht die dicken, fetten Karpfenrouten genommen, aber so dick müssen wir da ja gar nicht rein. Das sind ja keine Monsterfische, die da reinbeißen, die Sterlets. Von daher reicht das dann auch, wenn wir hier halt ungefähr so rangehen. Man kann natürlich noch zarter reingehen und noch aggressiver in den Drill reingehen, wenn man Sterlet dann nimmt oder wenn man den Fisch quasi in Trophy-Größe nimmt und das Vorfach ungefähr auf diese Größe anpasst, kann man das natürlich machen. Man hat natürlich dann dementsprechend einen längeren Drill. 1er Haken, 1,0er Haken. Ich gehe extra ein bisschen größer dran. Und dann natürlich auch mit PVA. Dieses Blei hatte ich jetzt verwendet, weil wir hier halt eine Strömung haben. Und damit es quasi hier alles nicht wegschwimmt, dass wir hier quasi am Spot bleiben. Gerade wenn wir halt anfüttern, ist das ja wichtig. Noch mal ein bisschen zubbeln, jawohl. Ja, vom PVA, von der Futtermische, gehen wir natürlich auch noch mal eben mit rein. Ganz klassische Sterlet-Mische, ich glaube, die ist schon recht bekannt. Im Detail der große Klassiker, kann man sagen. Ne? Rapsam, Flusswandermuschel, dann die gehackten Würmer natürlich. Lehm beeinflusst zum einen die Haltbarkeit, die Dauer der Wirkung und zum anderen eben gerade für so gründelnde Fische immer wieder interessant. Auch bei den Barben ist das ja mit drin. Getrockneter Krill und
den Dip, Krabbe und Muschel. Ja, und so soll das jetzt reinballern. Ich bin echt gespannt. Gucken wir mal, was da geht. Ich denke, dass es jetzt gleich so in den Abendstunden nochmal hier ein bisschen reinrasseln wird. Und es zuppelt. Ha! Und es zuppelt los, gerade frisch ausgeworfen. Nochmal ein bisschen weiter. Ich bin ja jetzt hier auf, was waren das, 16 Meter geklippt. Und hatte jedes Mal zugemacht. Ich denke mal vielleicht so 17 Meter, je nachdem wie weit man halt hinten steht. 17 Meter ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann absinken lassen. Absinken lassen, dann erst zumachen, dass der Köder halt richtig an der Stelle, wo er reinfällt, quasi auch erstmal runterfällt und nicht eben zurückgezogen wird, dadurch, dass die Schnur halt geschlossen ist, der Bügel geschlossen ist. Zack, da geht er rein. Kurz anschlagen noch. Das sieht doch ganz gut aus hier. Und der hat sogar auch ein bisschen Bock. Oha, eine Quappe. Oha, oha. Ja, komm ran hier. 4,5 kann man machen. 4,5, schöne Quappe auf dem Tauwurm. So, und jetzt zack nochmal raus. Leicht in den Clip absinken lassen. Absinken lassen, absinken lassen. Und dann erst zumachen. Perfekt. Dann kommen wir auch richtig weit. Ich hatte das bei dem hier, glaube ich, auch nicht so gemacht. Dann gehen wir nochmal weiter. Ich bin jetzt hier nochmal, wie gesagt, auf 16 Meter. Machen wir den mal hier auf 17 Meter. Zack. Geht knapp in den Clip. Absinken lassen. Zack. Und dann erst zu. Ja, da kommen wir auf jeden Fall deutlich weiter mit raus. Beziehungsweise sind dann eher halt auch in dem Bereich, wo wir hinwollen. Ich meine, wenn wir auch hier vielleicht in dieser, das ist ja so eine Senke. Und wenn wir dann hier am Rand irgendwo landen, das zieht sich ja trotzdem noch weiter runter. Aber so wie sich die Schnur verhält, also da rutscht jetzt nichts nach, die Schnur wird jetzt nicht nochmal locker oder so. Das sieht echt so aus, als ob man wirklich dann genau in der Mitte da landet. Das passt, glaube ich, ganz gut. Na, geht's wieder los hier. Das sieht auch gut aus. Ich warte allerdings nochmal ein bisschen. Ja, zieh ruhig ab. So. Was haben wir denn da? Gar nicht so schwer. Auch wieder irgendwas Kleines. Ei, 800 Gramm sogar nur. Ich hatte gerade mal die Vorfächer geändert. Ich bin hier auf geflochtenes Vorfachsmaterial gegangen, was nochmal deutlich dünner ist. In der Hoffnung, dass wir da doch nochmal ein bisschen leichter oder feiner rangehen können. Denn so die großen Sichträuber sind das ja nicht, wenn die so über den Grund und durch den Schlamm rumgründeln. Dann liegt das alles so auf dem Grund. Ich denke, da wird so ein dünneres Vorfach wahrscheinlich deutlich besser sein. Allerdings habe ich gar keins, was noch dünner ist. Also ich habe jetzt einen 18 Kilo dran. Vielleicht kriege ich noch eins kreiert, was noch dünner ist. Na, das ist doch schön. Endlich die frühen Morgenstunden und es fängt wieder an zu zuppeln. Was habe ich jetzt gemacht? Wir gucken nochmal schnell rein. Ich habe jetzt ein Vorfach hergestellt mit geflochtener Schnur, mit diesem Vorfachsmaterial, 20 cm Länge und nur 9,2 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt, hier muss ich erstmal ganz vorsichtig hochdrehen. Wir sind hier also super dünn und vorsichtig unterwegs. Bedeutet also, bei den richtig dicken Brocken wird es dann wahrscheinlich schon kritisch. Also, schön vorsichtig hier reindrillen. Und schon wieder die olle Quappe, Alter. Schade. Aber immerhin, 5,3er Quappe schmeckt auch. Kann man auch machen. So, und nochmal wieder raus. Ich habe gerade hier im... Zack, ich habe gerade hier im Ingame-Chat den Baitcast, der ist da auch schon fleißig am rausziehen. Der hat meinen gerade schon geschrieben, 18 Sterlets in der letzten Stunde hat er rausgezogen. Ich bin gespannt, was jetzt gleich losgeht. Schön in die Morgenstunden rein, ob es dann nochmal richtig reinrasselt. Im Großen und Ganzen bin ich allerdings auch schon ganz zufrieden. So kann das gehen. Einige, die mit der Stippe unterwegs sind, haben hier natürlich auch schon ihr Glück versucht und auch schon ordentlich rausgezogen. Also auch die Stipper stehen hier gerade, wenn du also Lust hast, auf Pose dein Glück zu probieren. Sollte das doch hier auch funktionieren.
zieht raus die Brocken, Petri Lümmels. Ich bleibe jetzt hier erstmal noch schön entspannt ein bisschen sitzen, Alter. Ich habe meine Trophy immer noch nicht, weil ich einfach zu selten auf Sterlitz gehe. Von daher müssen wir das einfach mal ausnutzen. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.